Hallo, in diesem Video möchten wir Ihnen kurz erklären, was Sie beachten müssen, wenn Sie die Liege Freibordscheinkante in einer Umverpackung auf einer Palette geliefert bekommen. Auf was müssen Sie achten beim Auspacken? Darum geht es. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, die Lieferung mit Einbringung zu bestellen, zu buchen. Dann entfällt das Ganze natürlich. Ganz wichtig, wenn man das Ganze auspackt, mit dem Messer äußerst vorsichtig vorzugehen, denn direkt unter der Verpackung sozusagen ist direkt die Liegefläche der Therapieliege. Nichts wäre schlimmer, als wenn Sie mit dem Messer in die Liegefläche hineinschneiden. Genau, wir würden damit einfach mal beginnen, das auszupacken. Genau. Wichtig wäre auch nochmal mit an der Stelle zu sagen, wenn die Liege kommt, sollte der Karton natürlich in einem einwandfreien Zustand sein. Wenn natürlich festgestellt wird, dass an dem Karton irgendwelche Öffnungen sind, Beschädigungen sind, ja. Die äußerlich sozusagen zu erkennen sind, dann im Zweifel mit dem Spediteur praktisch das so bereden, dass er da bleibt. Man macht die Liege auf, schaut dann, ob alles okay ist. Ansonsten kann man auch die Annahme in dem Fall auch verweigern. Das ist immer der sicherere Weg, dann auch mit dem Spediteur, der kommt auch das zu bereden. Weil wenn Sie unterschreiben, ist es so, dass die Liege geliefert ist und jetzt alles in Ordnung ist. Wenn Sie das im späteren Verlauf feststellen, beim Auspacken, es ist dies und das, es ist, keine Ahnung, irgendwo mit dem Stapler reingefahren worden, wie auch immer, dann ist das natürlich dann immer ärgerlich im Nachhinein und schwierig, dann der Spedition zu erklären, bis eigentlich, dass es gar nicht geht. Genau, dann packen wir einmal die Liege aus. Cuttermesser bitte nur leicht ausfahren. Wir haben ja das Polster hier oben. Wichtig ist auch, dass man den Karton ein Stückchen anhebt in dem Moment. Erstmal an der Seite sozusagen alles öffnen. Dann den Karton leicht anheben und dann, wie gesagt, das Cuttermesser nur leicht ausfahren. Genau, also Sie sehen jetzt schon, wir haben sozusagen direkt hier drunter die Liegefläche. Sollten Sie jetzt irgendwelche Zubehörteile, Lagerungsmaterial etc. dazu bestellt haben, ist es des Öfteren so, dass das direkt hier mit drin liegt. Genau, wir haben hier eine Liege mit einem Rundumbügel. Da ist es besonders wichtig, egal wie Sie die Liege heben, wann Sie die Liege heben, niemals an diesem Rundumbügel anfassen. Das ist die Höhenverstellung Ihrer Therapieliege. Immer entweder in diesem Kreuz anfassen oder die Liege hat ein Rädergestell, was die meisten unserer Therapieliegen haben, gerne dann sozusagen hier auch an dieser Verstellung des Rädergestells das Ganze einmal heben. Genau, Sinn macht es auch, dass dann das Kopfteil komplett angewinkelt wird, damit man sozusagen auch an die Stellen zum Anheben auch effektiv rankommt. Und wenn wir Liegen dann noch einbringen, fassen wir immer in der Schere mit an, beziehungsweise, wie der Kollege schon sagte, stirnseitig. Ganz wichtig, Gebrauchsanweisungen, hier haben wir gerade zufälligerweise zwei, meistens liegt eine dabei. Gebrauchsanweisungen, hier ist nochmal ganz wichtig, die Sicherheitseinrichtung nochmal erklärt und vor allem auch das Thema Polsterpflege. Da verlinken wir nochmal auf das andere Video oder Sie finden irgendwo in dem Umfeld hier gerade das Video zum Thema Polsterpflege. Da wird hier nochmal ganz kurz drauf mit eingegangen. Das ist natürlich wichtig, damit Sie sich das Kunstleder lange, lange erhalten. Genau, jetzt nehmen wir die Liege einmal raus. Wir würden das Ganze einmal hier am Rädergestell anfassen. 1, 2, 3. Genau. Und damit haben wir die Liege sozusagen raus. Sollten Sie die Liege jetzt in irgendeiner Form über mehrere Etagen tragen müssen, so ist es wichtig, dass Sie ausreichend Leute sind. Ausreichend Leute sind, die Liege wiegt tatsächlich doch ein paar Kilo. Das ist ganz wichtig und wie wir es gerade schon gesagt haben, niemals an diesem Rundumbügel anfassen. Das ist tatsächlich die sensibelste Einrichtung an der Therapieliege. Genau. Das soll es erstmal zum Auspacken gewesen sein. Im nächsten Video erklären wir Ihnen gleich die erste Inbetriebnahme Ihrer neuen Therapieliege.